Wir bei Hanse glauben an Innovationen, die das Segeln einfacher und schneller machen. Darüber hinaus stehen wir bei Hanse traditionell für innovatives Design, das jeder Kunde zudem nach seinem persönlichen Geschmack individualisieren kann. Mit der neuen Hanse 415 haben wir viele dieser Ansprüche in die Tat umgesetzt und einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. So haben wir zum Beispiel die Segeleigenschaften gegenüber dem Vorgängermodell weiter verbessert. Gemeinsam mit den renommierten Yachtkonstrukteuren von Jüdel, Rohlig und Co., weltbekannt für ihre siegreichen Yachten im America's Cup, haben wir die Hanse 415 auf der Grundlage neuester hydrodynamischer Erkenntnisse weiterentwickelt. Unser Anspruch war es, das schnellste Fahrtenschiff seiner Klasse zu schaffen. Wir glauben, das ist uns mit der neuen Hanse 415 sehr gut gelungen. So hat die neue Hanse 415 einen vertikalen Steven und einen vertikalen Spiegel. Und das verlängert die Wasserlinie im Vergleich zu der Vorgängerin um 60 cm. Der Effekt? Eine deutlich erhöhte Rumpfgeschwindigkeit. Ebenfalls effektiver ist der optimierte Segelplan. Der Mast der neuen Hanse 415 wurde um ein gutes Stück achterlicher positioniert. Dadurch hat die Selbstwende Fock an Fläche zugelegt, was vor allem den Leichtwindeigenschaften zugutekommt. Großsegel und Fock haben ein sehr harmonisches Verhältnis. Das Schiff segelt wirklich bestens ausbalanciert. Durch das neue Rumpfdesign wurde auch die Rumpfstabilität verbessert. Dadurch segelt sich die neue Hanse 415 sehr neutral, verträgt jetzt noch mehr Krängung und muss dadurch später gerefft werden. Nahezu sportliches Format haben die neuen Wendewinkel. 84 Grad sind möglich. Wir sind überzeugt, dass uns mit der neuen Hanse 415 wieder ein großer Wurf gelungen ist. Sie ist schnell, sie ist sicher, sie ist einfach zu segeln, individualisierbar und kommt mit vielen äußerst nützlichen Designinnovationen. Sie ist ganz einfach die beste 41-Fuß-Hanse, die wir je gebaut haben.